Wenn die Twi'lek ihr Wissen nicht teilen wollen, wie weit darf ich sie treiben? Treibe sie nicht. Überzeuge sie. Zeig diesen Leuten, dass wir hier sind, um zu helfen. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.
Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ihr kommt zu spät, Jedi. Wie immer. Die Fleischräuber waren schon da. Sie haben ihre Opfer bereits gefordert. Mein Vater kannte diese Berge. Er half, die Patrouillen zu führen, so gut er konnte. Aber als die Fleischräuber aufkreuzten, schaffte er es nicht nach Hause. Er war nicht mehr jung, aber er verdient etwas Besseres, als zerfleischt zu werden. Habt Mitleid, Jedi. Findet ihn und tötet die Räuber, die sich euch in den Weg stellen. Ich tue mein Bestes, um euren Vater zu finden. Seid vorsichtig. Und beeilt euch vor allem. Bitte. Falls ihr ihn findet. Wenn er verletzt oder verwirrt sein sollte, erkennt ihr ihn an seinem goldenen Familienring. Von dem würde er sich nie trennen, solange er lebt. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Julef Fahn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Warum vollziehen Jedi Rituale der Pilger? Um ihre Stärke zu beweisen, um Belohnungen zu erhalten, um ihre Freundschaft zu zeigen. Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin, jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen.
Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Matriarchin. Und es ist mir eine Ehre, einen Jedi zu treffen, der unsere Sitten achtet. Selbst unser eigenes Volk, die anderen Twi'lek, verspottete uns und lehnte die Autorität der Matriarchen ab. Darum kamen wir hierher. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach. Und wisset, dass mein Segen mit euch geht.